Oben im Laden treffen wir auf Jörg. In der Szene ist er bekannt für seine Kompromisslosigkeit in Sachen Konsum. Klar, dass auch er containert und umsonst Läden nutzt. Und das gucke ich einfach so durch, das mache ich ab und an. Das ist eine der Quellen von unserer Bibliothek. Die ist inzwischen ziemlich riesig und gerade für alte Literatur kommt man eigentlich nur noch über die Umsonstläden ran. Umsonstläden gibt es in ganz Deutschland. Jörg kennt sie alle, denn er mischt seit vielen Jahren in der Szene der Konsumkritiker mit. Eine gute Fahrt, ne? Ja, alles klar. Bis bald. Ciao. Zurzeit wohnt Jörg in Saasen, einem Dorf bei Gießen. Von seinem Fahrrad mal abgesehen, lebt er konsequent ohne Besitz und ohne Geld. Auch Jörg hat mal studiert, aber keinen Abschluss gemacht. Klassische Berufskarriere ist nichts für ihn. Wir begleiten ihn nach Hause, um zu erfahren, wie sein Leben funktioniert. Was ist denn das hier für ein Haus, Jörg? Also es ist das gesamte, die Projektwerkstatt, wird das Haus halt genannt. Ne? So heißt auch tatsächlich nur das Haus. Und es ist, die Hauptidee ist, dass es eine Aktionsplattform ist, wo Menschen herkommen können, die so an kreativen Aktionen, politischen Aktionen, Musik, Theater, das ist eigentlich völlig wurscht. Aber das ist alles so ausgebaut mit Räumen, in denen man sich treffen kann, Bibliotheken. Wir haben ganz viele Werkstätten hier, Theaterwerkstatt, Musikwerkstatt, Layoutwerkstatt. Wenn man die Geschichte des Hauses erzählen würde, würde man an vielen Ecken die Geschichten auch vieler Leute erzählen, die sich vorgenommen haben, diese Ecke, die will ich mal so gestalten. Und das ist so ein Leben, was ich auch gerne wieder mehr in das Haus reinhaben möchte. Dass Menschen sich ihre Ideen hier in dem Haus verwirklichen. Also dieser ganze Vorbau, das war irgendwann mal eine Idee von mir. Dieses Gerüst hier, glaube ich, ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes containert. Also, aber natürlich hole ich mir das nicht selber aus dem Container, weil so einen Stamm kriege ich hier nicht so ohne weiteres hergeschleppt. Allein den aufzurichten, da brauchte ich schon so ganz viele Zusatzkonstruktionen. Aber es stammt tatsächlich aus Holzcontainern. Also wir fragen dann so Bauschuttfirmen an und so etwas. Die trennen ja dann irgendwie, ob sie das machen. Und da unterstützen uns viele. Das ist sehr nett. So, das ist Bibliothek. Die Projektwerkstatt gibt es seit 20 Jahren. Jörg hat sie mit aufgebaut. Das Haus gehört einem Verein und ist für jeden offen, der es nutzen will. Auch um mal eine Weile hier zu wohnen, so wie Jörg. In der Bibliothek Literatur von Gesellschaftskritik über Feminismus bis zu Ökologie. 20.000 Bücher, schätzt Jörg. Alle zusammengetragen. Er nutzt den Fundus für Recherchen, schreibt Bücher und geht auf Vortragsreisen. Erlöse und Honorare fließen an den Verein. Der finanziert die Unterhaltskosten des Hauses. Für alles andere sorgen die Benutzer selbst. Davon können wir uns im Keller überzeugen. Was ist denn hier unten? Das ist unser Lager. Weil wir können, also ich jedenfalls liebe es ja, möglichst effizient zu containern, dann, wenn richtig viel da ist. Nicht erst, wenn man nichts mehr hat, sondern an den Tagen containern, wo man richtig viel findet. Ja, und dann findet man halt viel und dann sieht das halt so aus. Dann haben wir halt hier überall, das ist die Ausbeute von einem Tag Kaffeecontainern. Und so geht das halt weiter. Jetzt wollte ich ja Brot vor allen Dingen holen. Das weiß ich jetzt nicht, wie hier gerade der Bestand ist. Ja, einwandfrei, so muss das sein. Marmelade habe ich, glaube ich, schon oben. Der Lebensmittelvorrat, genug für jede Menge Gäste. So ist das auch gedacht. Allerdings gehen in der Projektwerkstatt heute weit weniger Leute ein und aus als früher. Politische Aktionen, Bewegung von unten. Da hat sich viel verändert, sagt Jörg. Die Szene hat sich verlagert. Viel wird auch übers Internet geplant. Außer ihm nutzen im Moment nur zwei junge Frauen das Haus. So, eigentlich finde ich das ja ein bisschen schade, die alle so schnell aufessen. Honig haben wir nicht mehr, wa? Ich habe im Keller jetzt nichts mehr gesehen. Okay, dann ist der alle. Wir müssen also mal wieder einen neuen Container. Nebenan ein Raum voll Publikationen. Viele davon hat Jörg geschrieben. Ein Verlag veröffentlicht sie. Broschüren zu Gentechnik, Kapitalismuskritik, Konsumkritik. Ein Leben ohne Geld und Besitz ist dann nur die logische Konsequenz.
Das Spannende an dem Gratisleben, finde ich, als jemand, der ja das Ziel verfolgt, dadurch unabhängig zu sein, ist, das richtig zu machen. Weil würde ich nur ab und an containern und vielleicht mal irgendwie versuchen, auf dem Wochenendticket mitzuschnorren und vielleicht auch mal eine Strecke zu trampen, weil das ja so cool ist. Aber ansonsten, das doch ganz normal zu machen, müsste ich doch arbeiten gehen. Müsste ich doch sehen, wo ich mein Geld herkriege. Müsste ich mich irgendwo anpassen an die normalen Strukturen. Erst in dem Moment, wo ich das ziemlich konsequent umsetze und die ganz kleine Restmenge ganz lässig nebenbei durch diesen Büchertisch hinkriege, in diesem Moment durchschreite ich diese Schwelle, mir diese Fragen alle nicht mehr stellen zu können, mir jeden Morgen sagen zu können, ich mache jetzt diese Aktion, ich mache jetzt diese, jene Aktion, ich bin nicht mehr unter Druck zu setzen. Also das Konsequente, finde ich, ist das richtig Faszinierende. Dann macht es erst richtig Spaß, wenn man den Gewinn der Unabhängigkeit dann erst hat. Im Café Toller wird heute Nachmittag gekocht. Simone hat uns dazu eingeladen. Die Frauen von der Arbeitsloseninitiative sind wieder dabei. Also, wir haben so viele Container, dass wir das mehreren zur Verfügung stellen wollen. Und naja, Kartoffeln isst man ja meistens nicht roh, deswegen kochen wir jetzt erstmal lecker. Für wen? Für alle, die kommen. Also diejenigen, die sowieso immer hier sind beim Umsonstladen und alle anderen, die Lust haben mitzuessen. Also wir machen das alles ganz offen, als Angebot. Wer möchte, der kann mitessen. Wenn Simone nicht im Café ist, engagiert sie sich gegen Gentechnik, für faire Arbeitsbedingungen, mehr Solidarität. Das ist quasi meine Beschäftigung, nur dass ich halt kein Geld dafür bekomme. Also es ist mir schon sehr wichtig, mit anderen Menschen zu tun zu haben und was Eigenes zu organisieren und ja, damit zu zeigen, was alles möglich ist und anderen Leuten Mut zu machen, das auch selber zu versuchen und Möglichkeiten schaffen, die es erstmal so nicht gäbe, von Amts wegen quasi. Ist das gut? Der Zeigefinger, der ist Wurst. Gemeinsame Aktionen im Café Toller und der Umsonstladen. Für Simone sind das echte Erfolge. Wichtiger als ein guter Job und sicheres Einkommen. Ich verzichte auf viel, aber es ist nicht Verzicht im Sinne von, oh je, ich spare mir vom Munde ab oder ich gehe heute mal nicht ins Kino oder so. Ich habe gar nicht so das Bedürfnis danach. Also insofern ist es kein Verzicht, sondern ich brauche es einfach nicht. Und dadurch ist vieles möglich. Oben im Umsonstladen fangen Micha und Moni an, Kisten zu packen. Könnt ihr mal die Kindersachen einfach packen? Am kommenden Samstag will die Gruppe die Sachen im Gießener Zentrum verschenken. Umsonstladen unterwegs nennen sie solche Aktionen und wollen damit ihre Idee bekannter machen. Das ist zu groß für den Karton. Für die Mädchen schon jetzt alles ganz selbstverständlich. Ich habe es schon oft erlebt, dass Leute, die das erste Mal hier waren und erst nicht glauben konnten, dass sie was geschenkt bekommen, ganz gerührt waren, sich gefreut haben und gesagt haben, oh, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt gucke ich, was ich zu viel habe und was ich abgeben kann. So, Michelle, lass jetzt erstmal draußen. Ich lasse die Sachen erstmal hier draußen stehen. Nebeneffekt der Unterwegsaktion. Im Umsonstladen wird mal wieder Platz geschaffen. Und abstellen. Guten Appetit, alle. Das Essen ist fertig. Kartoffelauflauf aus Containergemüse. Nur ein kleines Zeichen gegen den Wegwerfwahn. Aber irgendwo muss man anfangen, sagen Simone und die anderen. Einfach stillsitzen und nichts tun, ist für sie keine Alternative. Krieg ich mal eine Gabel? Bitte schön. Samstagmorgen. Simone auf dem Weg zum Krankenhaus. Ich hole jetzt Jochen ab, damit wir gleich zusammen zum Umsonstladen unterwegs gehen können. Krankenpfleger Jochen hatte Nachtschicht. Er arbeitet Vollzeit. Wofür benutzt du das Geld, was du hier verdienst? Ja klar, ich habe im Augenblick lebe ich zur Miete und bezahle da die Miete, bezahle Krankenversicherung natürlich, so die grundlegenden Sachen, die man so im Augenblick in dieser Gesellschaft braucht. Und ansonsten lege ich ganz, ganz viel Geld im Augenblick zur Seite, um dann irgendwann später mal
ein Haus zu kaufen für ein Gemeinschaftsprojekt, wo Menschen zusammenleben können und machen können. Von Jochens Arbeitsstelle in Wetzlar wollen die beiden mit der Bahn nach Gießen fahren, so günstig wie möglich. Dafür haben sie erprobte Strategien. Das Einzige, was man dazu unbedingt braucht, ist Kontaktfreudigkeit. Wollen Sie vielleicht nach Gießen fahren? Ja. Wir wollen uns nämlich ein Gruppenticket kaufen, dann könnten wir zusammenfahren. Aber ich will nach Budva. Ah, Sie wollen dann noch weiterfahren? Ja, ja. Ah, das ist dann nicht so praktisch. So schnell lässt Simone sich nicht entmutigen. Gießen. Für 5 Personen. Warum für 5? Naja, es würde sich lohnen, wenn wir noch andere Mitfahrer finden. Dann wird es für alle ein bisschen günstiger. Und es fahren ja sowieso mehr Leute als nur wir nach Gießen. Da kann man sich ja auch zusammentun. Wenn dann noch einer kommt. Hast du noch ein bisschen was? Achtung. Guten Morgen. Entschuldigung, brauchen Sie vielleicht eine Fahrkarte nach Gießen? Wir haben eine Gruppenfahrkarte und könnten Sie noch mitnehmen. Ich habe meine Fahrkarte schon gekauft. Ach, schade. Hätte sie gerne in Anspruch genommen. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Brauchen Sie vielleicht eine Fahrkarte nach Gießen? Wir haben eine Gruppenfahrkarte und könnten Sie mitnehmen. Nee, ich wollte nur gucken. Ich muss am Wochenende nach Hamburg. Okay. Ich wollte mal schauen, was es kostet. Okay, schade. Ja, danke. Manchmal lässt sich eben niemand was Gutes tun. Ja gut, auf der Rückfahrt haben wir ja noch eine Chance. Die anderen sind inzwischen schon in der Gießener Innenstadt in Aktion. Hallo, also Kaffee einladen. Wir sind im Umsonstladen unterwegs, heute zu Besuch im Café Amelie. Wo sind wir? Das ist hier vorne in der Walderstraße. Ach so, ja. Ne? Wenn Sie mögen, schauen Sie mal vorbei. Dankeschön. Es gibt auch Kaffee und Kuchen drin, also Sie sind herzlich eingeladen. Ja, danke schön. Umsonst? Wenn da kein Haken dran ist. Ich würde da mal vorbeischauen. Für ihre Aktion hat die Gruppe ein Café im Zentrum ausgesucht, damit möglichst viele Menschen vorbeikommen können. Aber bis jetzt ist der Andrang mäßig. Tolles Kleid. Und kostet tatsächlich gar nichts. Mal sehen, ob es passt. Die meisten Gäste, Freunde von Freunden. Simone und die anderen hoffen, dass die Hemmschwelle kleiner wird, wenn die Sachen draußen stehen. Ein bisschen nett arrangiert kommen sogar die alten Schuhe zu neuen Ehren. Die Sachen, die Sie sehen, sind alle zu verschenken. Der Umsonstladen. Ich habe Sie das schon? Nee. Ganz ohne Eigennutz, oder? Ja, die Sachen sind alle gespendet worden. Und Aha. jeder, der irgendwas gebrauchen kann, kann sich das kostenlos mitnehmen. Ach ja. Eigentlich keine schlechte Idee. Aber für die gebrauchten Sachen können sich dann doch nur wenige begeistern. Ich wusste zwar ungefähr, wo das liegt. Ja, danke schön. Gerne. Tschüss. Tschüss. Am selben Abend. Wir treffen Simone und Jochen noch einmal am Container. Okay. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt hier 10 Packen Alaska-Seelackscheiben rausholen. Möchtest du Alaska-Seelackscheiben haben? Oh jo. Erstaunlich. Der Fisch ist noch 3 Monate haltbar. Tja. Na dann. Das hat wahrscheinlich einfach jemand an der Kasse liegen lassen. Es ist aus der Kühlkette raus. Und dann wird's weggeschmissen, ganz klar. Hier ist die Ausbeute heute klein. Aber Supermärkte gibt es ja genug für die Abfalldiebe aus Überzeugung. Das Beste war ja, wo dann einer verurteilt worden ist, ist zu 100 Euro Strafe zahlen an Brot für die Welt. Da holt sich jemand das Essen aus dem Container, was weggeschmissen worden ist. Und ausgerechnet derjenige darf dann Strafe zahlen für Brot für die Welt. Wie verrückt ist unsere Welt, ja. Verrückt genug. Auch morgen werden sie wieder randvolle Container durchsuchen.
Bibliothek. Die ist inzwischen ziemlich riesig und gerade für alte Literatur kommt man eigentlich nur noch über die Umsonstläden ran. Umsonstläden gibt es in ganz Deutschland. Jörg kennt sie alle, denn er mischt seit vielen Jahren in der Szene der Konsumkritiker mit. Was ist denn das hier für ein Haus, Jörg? Also es ist das gesamte, die Projektwerkstatt, wird das Haus halt genannt. Ne? So heißt auch tatsächlich nur das Haus. Und es ist, die Hauptidee ist, dass es eine Aktionsplattform ist, wo Menschen herkommen können, die so an kreativen Aktionen, politischen Aktionen. Auch Jörg hat mal studiert, aber keinen Abschluss gemacht. Klassische Berufskarriere ist nichts für ihn. Wir begleiten ihn nach Hause, um zu erfahren, wie sein Leben funktioniert. Oben im Laden treffen wir auf Jörg. In der Szene ist er bekannt für seine Kompromisslosigkeit in Sachen Konsum. Klar, dass auch er containert und umsonst Läden nutzt. Und jetzt gucke ich einfach so durch, das mache ich ab und an. Das ist eine der Quellen von unserer Gute Fahrt, ne? Ja, alles klar. Was bis bald. Ne? Ja, ciao. Zurzeit wohnt Jörg in Saasen, einem Dorf bei Gießen. Von seinem Fahrrad mal abgesehen, lebt er konsequent ohne Besitz und ohne Geld.